Moin Leute vom Bau und herzlich willkommen zu einer neuen Woche, eine Woche Bau. Ich habe die ersten Kommentare zu der neuen Baustelle gelesen. Sehr, sehr nettes und gutes Feedback habe ich bekommen. Vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen. Ich versuche jedes Video besser zu erklären, auf Sachen einzugehen und das ist mir wichtig, weil das in eurem Anliegen auf jeden Fall lag. Das versuche ich auf jeden Fall zu machen. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass das Video so gut ankommt. Ja, was steht heute an? Ich bin jetzt gerade dabei, das ganze Eisen auszusortieren, was wir letzte Woche gebrochen haben, den Beton. Da sortiere ich gerade mit dem Magneten das Eisen aus. Hab jetzt den Pulverisierer dran, werde noch ein paar Elemente, die wir da noch drin haben, die zu groß sind, noch pulverisieren, damit ich dort auch das Eisen rausnehmen kann. Ich muss jetzt nur einmal ganz kurz schauen, wie viel Drucklast der alles hat, damit ich das im Computer eingeben kann. Deswegen bin ich jetzt hier gerade draußen. Werde mir das einmal ganz kurz anschauen. Ansonsten muss ich im Internet schauen, ob ich da irgendwas finde. Was steht noch an? Mein Schiff legt gerade die andere Seite frei mit dem kleinen Bagger, mit dem 14-Tonner. Dann kommt morgen noch die Siebanlage, der 250er zum Bestücken für die Siebanlage. Dann wird noch weiter gebrochen, sobald der Schnitt gemacht wurde. Letzte Woche wurde ja geschnitten. Die Betonplatte, die wir oben wegnehmen, die wurden aber nicht ganz fertig, deswegen wird das jetzt gerade noch geschnitten. So ist der Lauf dieser Woche erstmal. Der 14-Tonner geht jetzt weg, der hat seine Arbeit getan. Mein Chef hat damit heute früh noch hier alles angebüscht. Bin hier schon fleißig, ich habe mich hier schon durchgekämpft. Bin mit dem Magneten unterwegs, mit dem Pulverisierer. Unten steht der Sieblöffel, nicht der Sieblöffel, der 2,2 Kubikmeter Löffel zum Hochschmeißen. Da kann nämlich morgen hier vorne die Anlage stehen, die Siebanlage. Und der kann dann schön, er ist schon rausgegangen hier, kann er schön sieben, nicht sieben, brechen. Mein Chef wird gleich wieder auf den 94 gehen, sobald die Jungs hier fertig sind mit, zeige ich euch, mit Schneiden. Wir haben jetzt hier oben geschnitten, müssen gleich durch sein. Dann kann mein Chef da weiter runterreißen mit dem 94 hier und ich kann immer schön rausschmeißen. Standout Media ist übrigens wieder hier, macht wieder schicke Videos, schicke Aufnahmen. Ich werde Standout Media und Julian Diehl nochmal hier unten markieren, könnt ihr gerne mal abchecken. Und Julian Diehl fängt jetzt auch wieder an mit Vlogs auf YouTube, also gerne mal ein Abonnement da lassen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, der 94 wird jetzt auch gestartet. Das heißt, jetzt wird hier schön Attacke gemacht. Ey, ich kann es immer wieder sagen, das ist ein Monster-Ding. Ja. Ja, da hinten ist er gleich durch an der Wand. Ich bin hier bis hier vorne hin schon fertig. Nach hinten geht nicht mehr. Da liegt Boden. Ich muss hier richtig aufpassen, dass ich hier nicht hängen bleibe. Ne? Aber zum Glück habe ich ein Kurzhack, da ist es nicht so schwierig. Also heute werde ich auf jeden Fall nichts anderes machen, außer ein Teil raussammeln, dann wieder ein bisschen pulverisieren. Dann wieder ein bisschen Bauschutt umsetzen. Der Bauschutt, der hier rechts liegt, der ist schon quasi aussortiert. Den kann ich nämlich nicht mehr nach hinten schmeißen, weil ich da keinen Platz mehr habe. Brechanlage kommt morgen früh und der zweite Bagger auch. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall heute nicht mehr rauskommen. We'll be right back.
So sieht das hier gerade aus. Der Container wird jetzt gerade abgeholt und die Brechanlage ist da. Super. Gerade nochmal versucht, den Container ein bisschen vorzuziehen, aber der geht mit dem Arsch hoch, der ist so schwer. Jetzt guckt er, ob er den angehoben kriegt. Wenn er von alleine rauskommt, ist gut. Wenn nicht, dann muss ich mich davor hängen. Schönes Ding. Jetzt mal gucken, ob er den noch hochpumpen kann, weil der liegt nämlich schon auf. War knapp, aber er kam rein. Mein Kollege macht hier gerade noch ein bisschen alles platt. Dann können wir die abladen. Mal gucken, ob wir heute schon anfangen. Hier ist Halligalli Drecksau Party. Hier dreht sich alles außer meine Maschine. Ich muss da jetzt mal, glaube ich, langsam wieder hin. Mal wieder ein bisschen was tun hier. Den Fahrer dieser Anlage, den kenne ich übrigens, den habe ich schon mal im Video gehabt, eine Woche Bau. Da war ich aber noch in einer anderen Firma. Da haben wir schon mal zusammengebrochen. Und der bleibt jetzt auch die ganze Woche noch hier. Anlage steht, also steht fast. Die wird ja vor diesem Haufen dann stehen. Da der 250 noch nicht da ist, haben wir die erstmal an die Seite gestellt. Dann kann er die Anlage da hinstellen, er kann Bagger oben raufstellen, Anlage vor sich und dann kann er sich selber bestücken. Wenn hier zu viel Eisen für ihn noch drin ist, kann er den Magneten nehmen und alles und tauschen mal durch hier. Was ich noch mal sagen wollte ist, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, macht das gerne. Da seid ihr jedes Mal auf dem Laufenden, auch wenn Videos online kommen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich sehe, dass viele Zuschauer hier gar keine Follower sind oder Abonnenten sind. Abonniert gerne den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Würde mich sehr, sehr freuen und würde mir auch sehr, sehr helfen. Die erste Seite hat mein Chef fast runter. Ich glaube, das will er auch noch machen heute. Und dann morgen geht es an die nächste Seite ran. Ich bin hier noch am Aussortieren. Guckt euch mal an, was hier zusammengekommen ist an Schrott. Hier ist ein Haufen und da hinten liegt auch ein Haufen. Und ich habe heute früh schon einen halben Container voll gemacht, weil da noch Platz war. Da dachte ich, okay, schmeiße ich das direkt rein. Also was hier an Schrott zusammenkommt, das ist die wahre Pracht. Ne? Die Sonne geht unter. Oh, ich lieb's ja, ne? Wir haben es jetzt. 18.23 Uhr. Es ist immer noch hell. Also es wird langsam dunkel, aber es... Ich freue mich so auf den Sommer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Kurze Hose, T-Shirt, an Strand, wenn man natürlich nicht arbeitet, an Strand gehen oder an See gehen, an der Schleuse bei uns in der Ecke, da ein Bierchen zwischen. Ich freue mich schon riesig drauf. Ja, einer von den Sicherungshaken, der hat geklemmt, muss ich mal morgen früh einspielen. Wir machen jetzt auf jeden Fall Feierabend, reicht auch für heute. 7:15, ja auf jeden Fall. Morgen geht es dann rund schön brechen, Brechanlage bestücken. Also ich nicht, aber ein Kollege und ich werfe den ganzen Scheiß von hier unten immer nach oben. Wird auf jeden Fall spaßig. Einen wunderschönen guten Morgen am Dienstag. Wir haben jetzt gerade noch die Tankbombe voll gemacht. Tanken jetzt meinen Bagger noch. Der ist nämlich fast leer. Den 94 haben wir gestern getankt. Müsste, glaube ich, jetzt mal reichen, ansonsten müssen wir halt nochmal los. Und dann wird heute gebrochen. Der Müll wird noch weggeladen, das Holz wird noch weggeladen. Das wird aber nicht ich machen, weil ich halt nicht rauskomme, wie man sieht. Ne? Alles gebaut. We'll be right back.
Ja, wir haben jetzt hier auch schon ein Stück rausgenommen. Gleich müsste auch demnächst der Bagger kommen. Also der 250. Übrigens seht ihr ja gerade hier in dem Video, warum das Ding hier Pulverisierer heißt, weil er einfach aus dem ganzen Beton einfach Pulver macht, ne? Also da muss so viel Kraft hinter stecken, da will ich meine Hand nicht zwischen haben. Ich habe jetzt gerade erstmal ein bisschen die Oberflächen hier sauber gemacht, weil der neue Bagger, der sah aus. Der muss halt mal gepflegt werden, ne? Ja, fleißig am Aussortieren hier. Da fehlt schon die Ecke und ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der 250 ist auch endlich da. Dann kann das endlich losgehen hier. Endlich mal was schaffen. Die Karre an sich muss auch mal sauber gemacht werden, wenn diese Baustelle fertig ist hier. Der ist so voll mit Staub. Ich glaube, von hinten kann man das besser sehen. Ja. Da sieht man das. Eieiei. Naja, bleibt nicht aus, ne? Aber mit dem Kercher rüber. Alter Finder. Der Hitachi 250 ist da. Das heißt, jetzt wird erstmal Holz verladen, der Müll weg, weil da nämlich das ganze Mineralgemisch dann hinkommt. Was hier an Eisen zusammengekommen ist, das muss auch noch verladen werden, damit ich hier gleich wieder Platz habe. Weil sonst kann ich hier gleich nichts mehr aussortieren. Jo, endlich wieder Platz. Das meiste ist im Container drin, ein Teil darüber gezogen. Jetzt kann ich hier auf jeden Fall wieder was lagern. Perfekt. Er ist, glaube ich, auch gleich fertig und dann kann es endlich losgehen mit Brechen. Erste Schaufel wurde reingeschmissen. Perfekt, jetzt kannst du noch besser werden. Endlich Platz hier. Das hier aus. Der Bagger bringt es mir, ich schmeiß es hoch und der 250 bricht. Also ich habe hier schon ein ganz gutes Loch geschaffen. Geht voran. Oh, ich muss da ja mal aufstehen, ey. Oh, gar nicht gewohnt, so viel zu sitzen. Ich muss vielleicht jetzt mal kurz die Beine vertreten. Jo, perfekt. Der nächste Container kommt auch schon für Holz. Da müsste Holz eigentlich heute alles weg sein. Leute, ich habe jetzt gerade meine 94 gefahren, weil ich noch die Reste einmal kurz hier und dort einmal zusammengeschoben habe. Bin das erste Mal 94 gefahren. Ne? Ich stand sonst mal im Choreum daneben. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist nichts Besonderes, ne? Du denkst, du sitzt halt im ganz normalen, so 300er oder so, würde ich jetzt behaupten. Also, ne, ich bin Hitachi-Fan, aber da bleibe ich lieber auf dem Volvo hier. Was ich euch gerne mal zeigen will, der hat ja Vollausstattung. Das sollte ja eigentlich mal der Bagger von meinem Chef werden. Natürlich hat er dann alles, also er sagte mir, er hat alles angekreuzt, was nun ging. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ja, kennt man jetzt nicht. Ich kann wohl mit den Joysticks, ich habe hier hinten noch ein paar Rädchen, hier und auf der anderen Seite, kann ich wohl vorwärts, rückwärts, links und rechts fahren. Das funktioniert wohl. Und sowieso Sitzheizung, ne? Ich weiß nicht, kennt man das? Sitzheizung und gekühlten Sitz. So. Also, ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall Sitzheizung und Luftheizung oder keine Ahnung. Feldheizung, keine Ahnung. Also, diese Wand, die kam ja in einem Stück runter. Sogar sauber abgeschnitten, alle Eisen. Nicht schlecht.
Muss ja mal kurz stehen. Ja, die komplette Ecke ist runter. Es ist nur das hier. Hier wird ein Teil auf jeden Fall noch da bleiben, weil ich das Eisen da hinschmeißen muss. Dies wird noch weggenommen. Hinten ist noch eine ganz kleine Ecke. Und hier vorne ist eine Ecke. Und dann morgen alles nur noch ein bisschen pulverisieren, nach oben schmeißen. Und dann bin ich für hier unten durch. Und muss dann nochmal da oben, wo wir den Ball gemacht haben, nochmal hin. Und nochmal ein bisschen nacharbeiten. Bisschen Pflaster rausnehmen. Und bisschen weniger steil machen. Nee, ich muss tiefer. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen tiefer. Aber ist auch Augenblick bald Feierabend. So Leute, ich hänge jetzt noch das Probestück hier an. Was für die Firma, für die wir arbeiten, haben wir rausgeschnitten, so ein Quadrat quasi. Das hänge ich noch an, setze das rüber, dass es hier weg kann, damit wir morgen hier weiter schneiden können und dann ist Feierabend. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Alle Maschinen laufen jetzt warm. Ich muss jetzt gleich noch Alblu tanken. Heute ist der Plan, dass wir alles, wo Eisen drin ist, rausholen, dass ich hier rauskomme. Ich muss nämlich da hinten noch, wie gestern schon gesagt, ein bisschen Boden rausnehmen. Den Fußboden hier an sich kriegt mein Chef alleine raus. Man muss da rausstemmen. Und dann bin ich hier endlich raus. Ich habe zum Glück noch keine Kratzer irgendwo drin. Ja, ich hole jetzt nochmal Alblu. Und waschen muss ich die Karre, die sieht aus. Komplett weiß. Alles toll. Ja, der wird Freitag abgeholt und geht dann nach Bad Pyrmont. Das ist meine nächste Baustelle. Kanal, 1000er Kanal legen. Das Gute bei dem Bagger ist auch, habe ich nämlich jetzt gestern gesehen, dass der auch einen Saugschlauch hat. Das heißt, ich muss nicht mehr mit unserer Tankbombe hier reinhalten, sondern habe hier einen integrierten Schlauch, der sich dann quasi selber raussaugt. Das ist ganz gut, weil erstmal ist die Durchflussmenge hier mehr als wie bei dem Schlauch von der Tankbombe. Also das heißt, es geht schneller. Ich muss mal ganz kurz den Deckel abmachen. So. Na komm. Gut, da passt er nicht rein. Ja, super. So, dann wird hier aber auf den Knopf gedrückt. Und dann saugt er. Und was auch besser ist, ich müsste Kabel erstmal an die Batterie schließen. Das heißt, Batterie sitzt auf der anderen Seite und der Tankschutz ist da oben. Und Batterie sitzt halt auf der anderen Seite. Dann immer dieses Kabel erstmal um den Bagger legen. Das ist Katastrophe. So ist das schon richtig angenehm hier. Wenn man so ein herrliches Wetter hat, da hat man noch viel, viel bessere Laune. Ich bin so froh, dass wieder Sommer wird. Oder erstmal Frühling. Aber dass die wärmeren Tage endlich wieder kommen. Dass wieder Bock zu arbeiten. Herrlich, herrlich. Die Brechanlage wurde jetzt auch aufgestellt. Ah, läuft schon. Holz wurde schon verladen. Eisen ist schon das erste weg. Aber geht an. Mal gucken, ob wir heute ein paar Stopper drin haben. Ist leider nicht zu vermeiden hier, weil die Eisen einfach viel zu lang sind. Das meiste nehme ich ja schon raus mit dem Magneten, aber du kriegst halt nicht alles raus. Ne? Das dauert einfach zu lange. Dann würde ich mich hier Wochen aufhalten, um das rauszusuchen. Und gestern haben wir 6 Stopper gehabt, aber auch trotzdem, obwohl wir erst einen halben Tag gebrochen haben, trotzdem über 500 Tonnen gebrochen. Ne? Ich muss auf jeden Fall heute alles hier raus haben. Alles, was bewährt ist, also wo Eisen drin ist, muss ich heute halt quasi raus haben. Es ist noch ein bisschen vorne. Mein Chef ist hier schon am Pulverisieren. Da hinten die Ecke ist schon fertig. Genau, alles nochmal zusammenziehen, pulverisieren, mit dem Magnet alles raussammeln und dann hier rausarbeiten. Stellhammer für den 94 ist da. Ich muss den wahrscheinlich gleich runtersetzen.
Dann werde ich den mal aufnehmen. Das muss ja ein Mordsding sein. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen. Der wurde jetzt gerade abgeladen. Aber ich kann euch mal zeigen, wie es jetzt gerade hier unten aussieht. Geht voran. Hier vorne ist gar nichts mehr. Ich ziehe mir das jetzt alles so ein bisschen hier rüber und dann bin ich hier fast durch. Es ist 10:30. Ja, gegen 14 Uhr bin ich hier, glaube ich, raus. Der ist männlich. Ich merke die Schläge hier im Bagger. Heftig. Ach ja, der hat so gelitten. Er ist so dreckig. Aber kein Eisen drin oder sonst irgendwas. Aber hier. Ja, wenn der Freitag weggeht, wird er vorher nochmal schön geputzt. Moin Leute, heute ist Donnerstag. Morgen geht's endlich nach Hause. Ich habe gestern voll vergessen, noch was aufzunehmen. Wir waren ein bisschen im Stress hier. Wir fahren jetzt nächste Woche wahrscheinlich doch hierher. Ich und mein Kollege machen unten noch die Sohle raus. Weil die geht doch schwerer als gedacht. Das ist nämlich ja richtig blauer Beton. Ich möchte euch jetzt mal den Unterschied zwischen blauem Beton und normalem Beton zeigen. Das hier ist blauer Beton. Das hier hingegen ist normaler Beton. Aber mehr kann da jemand anderes zu sagen. Und zwar habe ich hier jemanden, Bernd, unser Baucoach. Der wird euch jetzt erklären, was der Unterschied dazu ist. Ich habe den Boden aufgebrochen. Ja, den Boden habe ich aufgebrochen. Ich muss den Fundament machen. Das, was ich gefunden habe, ist das hier. Zwar eine ziemlich dünne Schicht, aber trotzdem, es ist blauer Beton. Was ist denn eigentlich blauer Beton? Ja, was ihr wisst, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß zumindest heraus, oder was ich gelernt habe, diese Art von Beton wurde hergestellt halt nun mal aus sehr feinsandigen Zementen, Portlandzement oder feinsandigen Hüttensandzementen und hat einen sehr, 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 sehr hohen Zementanteil. Meistens von über 400 Kilogramm pro Kubikmeter Beton. Und diese Betonsorten wurden jetzt nicht so für solche dünnen Boden hergestellt, sondern auch für Wehranlagen im Zweiten Weltkrieg, Bunker zum Beispiel, oder auch für Bankanlagen. Er wird sehr hart. Aber dadurch auch sehr spröde. Das muss man auch dazu wissen. Trotzdem, was das Ganze fördert, dass es auch so schön blau wird, ist natürlich, dass die Feuchtigkeit hier drin ziemlich lange erhalten bleibt und dass der gut abgedeckt ist oder feucht gelagert wurde. Das verstärkt das Ganze noch. Das ist zumindest das, was ich über blauen Beton weiß. Was wisst ihr darüber? Habt ihr sowas auch schon gefunden? Ja, jetzt habt ihr den Unterschied erklärt bekommen. Vielleicht wisst ihr jetzt schon mehr. Ich habe Bernd seine ganzen Links alle unten markiert. Vielen Dank an dieser Stelle an Bernd für deine super Erklärung. So Leute, weiter geht's. Jo, nachdem ich den Container voll gemacht habe, haben wir jetzt so hingestellt, dass der 490 alles nach oben schmeißt. Wir müssen heute den ganzen Scheiß, wo Eisen drin ist. Moment, einmal ganz kurz. So, überall wo das Eisen drin ist, muss heute raus. Das heißt, rechts von mir steht der 250. Der macht die Brechanlage voll. Ich sammle jetzt nur Eisen raus und der 490
trägt alles nach oben. So dass wir den ganzen Scheiß hier oben wegkriegen, der 94 alles nachschmeißen kann. Ich meine, wir sind zwar nächste Woche noch hier, aber wir wollen alles, wo Eisen drin ist, heute raus haben. Wichtig, sehr, sehr wichtig. Genau, deswegen habe ich jetzt nur den Magneten dran. Und jetzt geht's weiter mit dem Zahnraffer. Jo, ich mache jetzt Feierabend. Wir haben dort hinten alles aufgeräumt. Eisen ist alles verladen. Hier liegt noch ein bisschen was. Jetzt wird morgen noch ein bisschen aussortiert. Der Bito wird noch gebrochen. Also der Asphalt. Wie riesig die Schaufel ist, ne? Genau so ist der Plan. Ab 10 Uhr dann Maschine waschen. Dann wird sie verladen. Und dann geht's nach Hause. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist endlich Freitag. Ich werde jetzt noch den Beton mit dem Eisen aufbereiten. Also schon mal pulverisieren. Rausholen aus dem Loch. Der Bito wird jetzt, oder Asphalt wird heute durchgebrochen. Um 10 machen wir hier Feierabend. Dann wird meine Karre gewaschen. Zwischen 11 und 12 wird meine Karre abgeholt. Geht nach Bad Pyrmont. Ich bin nächste Woche auf dem 94 hier. Ja, wird noch gewaschen die Karre, aufgeladen und dann geht's ab nach Hause. Zeitraffer kann ich nicht mehr machen, mein anderes Handy ist der Speicher voll. Ich habe so viel Zeitraffer für euch gemacht. Also werde ich euch heute nur noch ein bisschen was zeigen. Ja, ich habe jetzt soweit alles vorbereitet, dass wir nächste Woche den restlichen Scheiß sieben können. Asphalt ist auch fast durchgesiebt. Ich werde jetzt die Ketten sauber machen und werde dann hier vorne hinfahren. Hier hat mein Kollege schon Schlauchlicht. Dann wird die Karre erstmal schön sauber gemacht. Kann ja so nicht auf der Straße, ne? Jetzt glänzt er wieder. Jetzt kann er auch wieder transportiert werden. Jetzt kann man sich auch wieder mit dem sehen lassen. Schön, schön. Ich habe den Bagger jetzt verladen, werde jetzt nochmal den 94 auf den Berg da vorne stellen, weil, falls da mal die Blase platzt, ist morgen das Regenrückhaltebecken voll und der Bagger auch. Leute, das war's für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like da, ein Feedback, was ihr gerne sehen möchtet, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Für alle, die neu dabei sind, jeden Sonntag gibt es ein neues Video um 12 Uhr. Ich hoffe diesmal auch längere Videos. Genau, also ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche. Haut rein.